versauen. Was mache ich denn jetzt? Ich mache ein Biss und tausche einfach wieder zurück. Ich will jetzt nicht so, dass es irgendwie... Nein, ich habe eine bessere Idee. Aber er ist in der nächsten Runde. Boots! Ich finde die Animation... Habe ich es eigentlich schon mal erzählt, dass ich die Animation der, dieses Spiels, was die Pokéball rein und raus geht, aussieht, cool sein, tut es. Ich habe den Satz verhauen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich meine, im Anime, da wird das Ding rot, also ein roter Strahl, das Pokémon wird rot und wird reingezogen. Hier mit Blitzen und alles und Donner und Strahlen und yay und nee und boah und wie geil und so. Und da ist das so... Rot halt. Sieht ist auch nicht so aufwendig in der... Aufwachung. Mensch, ey, meine Wortwahl, Leute. Prämagnifik. Du hast es Dummiesen. Nee, du schaffst es Dummiesen. Das bezweifle ich. Denn du bist nur ein Lückenbüßer. Tschüss. Tut mir leid. Natara ist wichtiger. Nach Tara. Habe ich nach Tara gesagt? Ich meine natürlich Tiziana. So, eine Bits-Attacke noch. Und... machen, wenn wir die Chance dazu haben. Reflektor. Und wehe, du wirst wieder ein Volltreffer. Dann hau ich dir einen an Latz. So, da bin ich wieder. Ich will mich kurz übergeben. Mensch! Das ist so schnell verlieren will. Ja, und dass die Stimme so schnell nach oben geht. So kann ich nicht bei dir... Nee, so kann ich mich doch nicht bei Madame Venus blicken lassen. Na gut, dann machen wir Rückkampf. Rückkampf! 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 Ach Mist. Och Mann! So, dann gehen wir jetzt mal... Nee, die Tür war da drunter. Weg. So, dann gehen wir dann mal durch die Tür rein und raus, gucken, ob Dingens... Okay, das hat nichts zu bedeuten. Denn wir waren schon mal da rein und wieder raus. Und die da oben, bei der das eigentlich so war, egal. Müssen wir in einer späteren Periode nochmal rein. Mist. So, jetzt sind wir unten. Wer hat da denn reingepisst? Grün, wie eklig. Boah, viermal Überball. Yay! Können wir leider immer noch nicht benutzen, schade. So, im Stadion, also vor dem Stadion warten noch eine. Und wie sieht's denn mit unseren Pokémons aus? Psyana hat was angeschlagen, das Haar immer noch voll, weil sich kein Schwein für Natara interessiert. Und Mediti und Dumise sind down. Sollte doch logisch reicht. Hier kommt ihr nicht durch. Ich werde Venus beschützen. Alte, Venus wurde schon besiegt. Wie sollst du denn... Folglich müsstest, wenn du mich besiegst, müsstest du auch Venus besiegen können. Oh, Sneeple ist unser nächstes Fangopfer. Und gleich so früh.
Oh nein, da ist ein Krypto-Pokémon. Nein, wirklich. Fibites. Unlicht gegen Unlicht ist normal, ne? Nein, ist natürlich nicht sehr effektiv. Egal, ich habe Geheimpower an. Mann, ey. Dafür ist Tisha sehr effektiv. Wusstet ihr, wo ich gerade, ich habe gerade so auf die meine Wertetabelle geguckt. Wusstet ihr, dass Normal, Kampf, Flug und Boden und Gestein und Käfer die einzigen Attacken sind, die gegenseitig nicht sehr effektiv oder nicht sehr effektiv sind, sondern neutral. Sprich, wenn sich zwei normale Viecher attackieren, ist es neutral. Wenn sich zwei Kämpfer attackieren, ist es neutral. Wenn sich zwei Vögel attackieren, ist es neutral. Wenn sich der Boden gegeneinander attackiert, ist es neutral. Wenn Steine gegeneinander geworfen werden, ist es neutral. Wenn Käfer sich gegeneinander kaputt wetzeln, ist es neutral. Wenn Geister sich gegeneinander kaputt hauen, ist es sogar sehr effektiv. Wenn Drachen gegeneinander kloppen, ist es auch sehr effektiv. Und wenn die Dunkelheit gegeneinander kloppt, ist es nicht sehr effektiv. Ja, das wollte ich damit ausdrücken. Danke für eure Aufmerksamkeit. So, selbes Spiel nochmal. Das ist mal Krakelo, ein entwickeltes Pokémon ist, das eine starke Psychstrahlattacke abkriegt. Mit Krummlöffel. Also duckt ihm den Daumen. Die Daumen. Und mit etwas Glück hat Sneebel sogar ein Schattenglas. Oder haben. Nee, Schattenglas haben wir noch nicht. Corazon! Ein Pokémon, das so nervig viel Verteidigung hat. Spezialverteidigung. Ich weiß, dass ich es nicht auf einmal nicht one-hitten kann. Mit einem Zielstrahl. Muss mal probieren. Ich werde jetzt tunlichst jetzt noch einen Konfusstrahl aufmachen. Und einen Psy-Strahl auf Corazon. Jetzt die Daumen drücken, dass Corazon doch besiegt wird. Habe ich natürlich bezweifelt. Also ist Psyana jetzt down. Entweder von Sneebel oder von Corazon oder gleich von beiden. Nein, Sneebel hat gereicht. Aber bevor Corazon down ist, werde ich es nochmal wiederbeleben. Mit einem unserer Beleber der 15 Stück. Somit wird die gerade symmetrische Erfahrungsanzeige noch gleich bleiben. Wiesenjor ist dann nur noch eine kleine Zielscheibe. Ein Konfusstrahl. Noch ein Konfusstrahl. Und jetzt muss ich überlegen. Ich würde mal. Ich will mir ganz schön viele Hyperbälle. Trotzdem werde ich mal einen Pokéball werfen fürs Nebel. Denn mehr sollte eigentlich nicht nötig sein. Und ein Beleber für unseren guten Freund Psyana. Männliches Psyana, ey. Gut. Und ABABAB. Ich vergaß, die Krallen, die sind natürlich wieder ein kleines Zeichen dafür, dass es ein Ausweicher-Pokémon ist. Also eins, das nicht gerade die höchste Fangrate hat. Genau, so. Diesmal werfen wir mit ihm hier den Ball. Und diesmal gehe ich auf Nummer sicher, werfen einen Hyperball. Und tauschen schon mal. Nein. Mit Jana. Nein. Ja. Dankeschön.
Und der Krallball. Sneebel. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt greift es sich selber an, wird besiegt und ich hab mal wieder ein... Ach, nee. Gar nicht dran denken. Hoffen. Mann! Das ist alles hinterher mehr Arbeit. Egal. Dreimal getroffen. So. Nee, kein Kontuststrahl, ein Biss. Oder eine geballte Faust vom Zwiestrahl. Mitten in die Fresse dieses Corazon, das neben Sneebel stand. Oh. Mann! So. Ich bin traurig. Und ich habe TM45 noch gar nicht ausprobiert. Und wir beschützen mich? Ja, genau das meinte ich. Am liebsten würde ich in einem Zug steigen und irgendwohin verreisen. Oh, geht zur Wüstenbar, da ist schon mal ein Zug. Anziehung. Unser guter Kumpel kann Anziehung lernen. Ich glaube, Anziehung ist nicht gerade so ein Statuswert, der für einen Fang noch besser hilft, im Vergleich zur Hypnose. Hm. 17.000. Wow. So, die lässt uns durch. Was machen wir? Kriegen natürlich einen Heal von unserer Freundin mit dem Zugkomplex. Dankeschön. Bevor es hier wieder Ärger gibt, fahre ich zum Labor und treffe mich dort mit Professor Culpa. Nein, nicht schon wieder. Du kannst mich doch nicht immer noch verfolgen. Alles zurück. Jetzt, wo sie uns gesehen haben, können wir unmöglich ins Labor. Wir kennen dein Labor schon. Ui. Was haben wir hier denn? Das Schattenglas. Dankeschön. Darauf habe ich gewartet. Item. Verstärkt Unlichtattacken. Geben. So, die Flinkklaue ist nun nicht mehr vonnöten. Jetzt haben wir endlich mal ein paar stärkere Attacken. Und Nachtara könnte auch ein paar Pokémon one-hitten. Ist jetzt nicht so viel extra Boni, aber es sollte wohl ein bisschen reichen. Was sind das für Kästen? Würde der nicht schief stehen, hätte ich gesagt, das sind irgendwelche Verteilerkästen. Aber so sind das ja irgendwelche Transportboxen. Da waren sie wirklich nicht einfallsreich. Und hier soll es einfach nur den Weg versperren. So. So, Thema Zug, da haben wir es gesehen. Da ist ein Zug. So, fahren wir da jetzt mit oder was? Scheinbar. Okay. Tschüss. Tschüss, Orkus. Oder doch nicht. Was? Achso, die hat sie einfach nur als Dingens benutzt. Als kleinen Durchgang. Weil man sonst nicht auf die andere Seite kommt. Hohohoho! Ash, reingefallen! Der Zugschlüssel für den Orkus Express ist hier. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich euch dieses Item so einfach überlasse. Aber jetzt muss ich wirklich los. Vergesst mich nicht. So jemand wie Venus darf man noch nicht ignorieren.